So, dann wechseln wir mal wieder. Dann hat er das jetzt? Ah, guck, perfekt, er hat das direkt. Gut. Kann man auch mit dir reden? Tut mir leid, ich wollte dir die Maus nicht klauen, aber vielleicht muss ich die für irgendwas gebrauchen. Nö, okay, ich kann auch nicht mit dir reden. Sie ist beleidigt. Nein. Gut. Dann gehen wir jetzt einmal nochmal zu. Oh, ich verwechsel die Namen andauernd. Wie hieß denn jetzt noch der zerstreute Professor im Keller? War das Ne Ted Edison? Ich glaube, es war Ted Edison, oder? Red Edison. Okay, Entschuldigung. Mit Namen habe ich sie in dem Spiel irgendwie nicht so. Die kann ich mir nicht merken. Also ich bin froh, dass ich Bernard, Hoagy und Laverne auseinanderhalten kann. Aber beim Rest, vor allen Dingen sind das irgendwie die gleichen alle. Die heißen alle Edison und haben alle nur so, naja, kurze Namen, die teilweise gleich klingen und irgendwie nur ein Buchstabe anders ist. Aber ich probiere jetzt mal das Schild mit Red Edison zu benutzen. Was ist das? Gesucht? Fleißige Aushilfe? Genie helfen? Nun, ich bin das einzige Genie hier. Und du siehst dumm genug aus. Also, nimm deinen Arbeitskittel und geh an die Arbeit. So, das heißt, wir dürfen jetzt den Laborkittel nehmen. Das machen wir. Können wir eigentlich auch benutzen. Ist wohl ein bisschen zu klein für mich. Ja, das stimmt. Dann müssten wir mal. Spielzeugmaus, Kittel, 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 Kittel. Wem konnte man den Kittel geben? Ich gehe nochmal zu unseren Gründungsvätern. Warte mal, kann man den John Hancock vielleicht geben, dass er nicht mehr so Ist friert? wohl ein bisschen zu klein Ja, für du sollst den mich. auch nicht benutzen, verdammt. Du sollst den John Hancock geben. Ist wohl ein bisschen zu Hä? klein für mich. Gib Laborkittel an John Hancock. Was er braucht, ist eine Ja, Heizung. okay. Will er denn vielleicht? Das ist ganz nett, aber es passt nicht zur Zeitkapsel. Na gut. Einmal noch George Washington hier. Können wir auch nochmal eben ausprobieren. Das werde ich unserem Landesvater nicht geben. Hätte ja sein können. Gut, ich glaube, ich wechsle dann jetzt nochmal mit. Ich glaube, ich wechsle jetzt nochmal zu Bernard, denn. Jetzt hängt wieder. Ich gehe mal nach oben. Ich habe den Tipp bekommen, dass man den Hamster nämlich benutzen kann. Mal wieder la 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 laufen. Und zwar kann man den Hamster benutzen mit der Eistruhe. Tut mir leid, dass ich dir das antun muss, aber es ist zum Wohl des ganzen Planeten. Oh. Vor allen Dingen weiß ich ehrlich gesagt nicht, was das soll. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich wollte mal kurz gucken, ob man nochmal hier irgendwas machen kann. Nee, ich habe das Gefühl gehabt, dass man hier irgendwie noch was bekommen könnte. Kurz nochmal nachdenken. So, ich bin gerade ehrlich gesagt wieder ein bisschen überfragt, was man machen kann. Könnte nochmal einmal. Irgendwas kann man auch mit dem Bonbonautomaten auch machen. Ich weiß nicht. Ich bin gerade wieder überfordert. Das ist wieder dieser Fall, wo man keine Ahnung mehr hat, was man machen soll, weil so langsam geht's mir. Habe ich nämlich. Ich habe jetzt hier so einen, muss ich dazu sagen, den Zettel mit den Tipps hier, wo eben die ganzen Tipps stehen, was ich machen soll. Aber die sind mir jetzt langsam ausgegangen. Ich habe gleich keine Tipps mehr. Das ist das Problem. Und es ist alles schön und gut. Ich habe richtig vieles gemacht. Ich bin vorangekommen, aber irgendwie hat mir das jetzt nicht groß weitergeholfen, dass ich irgendwie denke, okay, jetzt kann man das vielleicht machen oder das vielleicht machen. Es wirkt nicht so, als wenn man vorangekommen wäre. Aber sonst, ich habe die Kaffeekanne genommen. Ich könnte eventuell nochmal zurückgehen zu Dr. Fred, der, glaube ich, immer noch im Schlafwandeln ist.
Ansonsten, wo ist er denn? Achso, der war hier. So, es geht immer noch darum, dass die... Der Vertrag. An den müssen wir irgendwie rankommen, aber Dr. Fred macht die Safe-Tür immer nur ganz kurz auf und dann wieder zu. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass wir im richtigen Moment ihn davon abhalten, die Tür wieder zuzumachen und an die Verträge rankommen oder an den Vertrag rankommen. Das geht momentan halt nicht, weil wir nur so wenig Zeit haben und dann das leider nicht funktioniert und wahrscheinlich dann die Hand einklemmt, aber irgendwie muss das doch klappen. Ich glaube allerdings... Also ich hab hier noch einen... Okay, ich mach das anders. Ich habe hier nämlich noch einen letzten Tipp stehen. Und zwar müssen wir in der Vergangenheit mit Hoagie raus. Da ist nämlich noch ein Briefkasten. Den habe ich mir noch nicht angeguckt. Geschlossen. Kann ich den nicht aufmachen? Ha. So, da ist was drin. Sie sind brillant. Was für ein Design. Kommen Sie sofort nach Baltimore. Baltimore? Kommen Sie sofort nach Baltimore. Wer kennt es nicht, das gute Baltimore in Maryland? Ja. So, und ich glaube nämlich, der Brief... Das ist ja ein Brief mit von wegen Design, bla bla bla. Und wir wissen ja, in der Gegenwart gibt es den... Ich benutze das Chrono John. Den netten Herrn, der so Selbstmord gefährdet ist. Und dieser nette Herr, Brief haben wir jetzt, den müssen wir ein bisschen aufheitern. Wir haben es ja nicht geschafft, den mit Worten aufzuheitern, aber jetzt haben wir hier vielleicht einen Brief, der vielleicht, war das hier? Der vielleicht dafür sorgt, dass er ein bisschen aufgemuntert wird und dann doch kein Selbstmord begeht. Genau. Ich armer. Ja, du armer. Aber wir haben was für dich. Hier. Hey, hier ist ein Brief für dich. Für mich? Wahrscheinlich noch eine Absage. Na gut. Sie sind brillant. Tolles Design. Kommen Sie sofort nach Baltimore. Ja, yeah, perfekt. Dann können wir jetzt in den Raum rein. Hier gibt es wieder ein bisschen was zu gucken. Fangen wir einfach mal an. Systematisch vorgehen. Jawohl, es stimmt. Ein unglaublicher 4000 Karat Diamant für die lächerliche Summe von 2 Millionen Dollar. Die Nummer lautet 1800 Star Wars. Wanda ist bereit, ihren Anruf entgegenzunehmen. Gut, das haben wir schon mal versucht und haben es nicht geschafft. Ihr könnt es ja nochmal versuchen. Könnt ihr mal das Telefon benutzen. Pantoffelkino Teleshopping, Wanda hier. Ich möchte einen Diamanten kaufen. Das kostet 2 Millionen Dollar. Haben Sie eine Kreditkarte? Ich habe ein Nummernkonto in der Schweiz. Wie lautet die Nummer, Sir? Ups. Sie lautet 846-427-35327. Es tut mir leid, hier steht, dass das Konto leer ist. Ja, es hat natürlich wieder nicht geklappt. Das ist ja schon der dritte Versuch von uns. Guck mal, das Mauseloch. Ist da irgendwas drin? Es ist ziemlich klar. Kann ich nicht hier die... Ach nee, das war in der Vergangenheit. Ich hätte gedacht, dass man jetzt die Maus vielleicht mit dem Mauseloch verbindet, aber... Das könnten wir vielleicht ausprobieren gleich mal. Mein Vater hat auch so eins. Das mache ich doch jetzt mal eben. Weißt du was? Also, wir schicken jetzt die Maus mal an Bernard. Und versuchen mal... Wo haben wir sie? Maus. Braucht ja mittlerweile viele mit Inventar. Maus mit Mauseloch. Besser nicht. Okay, schade. Hätte ja funktionieren können. Ich weiß zwar nicht, was für Sinn es gemacht hätte, aber... Da wachsen ja schon Pilze drin. Hier nichts, aber wir haben... Habe ich die jetzt gerade schon angeguckt? Ich weiß nicht mehr. Wir haben aber jetzt die Scherzpistole. Und nehmen die Scherzpistole mit. Und dann... würde ich jetzt nochmal einmal weitergehen. Die Scherzpistole, die benutzt man bestimmt gleich unten in dem Partyraum mit dem einen Idioten, der mir immer die Zigarren gegeben hat.
Besser nicht. Kann ich die denn... Ich will ja hier das Videoband. Ich will ja quasi das Videoband mit dem Video benutzen. Geh da weg! Kann ich hier drücken? Ja. Wie sagt man so schön? Wenn du die Welt retten willst, musst du ein paar alte Damen die Treppe runterschmeißen. Das ist eine Philosophie, die man sich für die Zukunft merken sollte. Dann kann ich ja jetzt das Videoband mit den Videokassetten-Dingens hier, also Videorekorder benutzen. Hä? Kann ich das jetzt so benutzen? Ah, Kombination. 57. Hä? 57? 57? Nur 57 oder was? Kann ich hier irgendwas machen? Ach, guck mal, ich kann auf Play drücken. Ja. Okay, dann springen wir erstmal zurück. Ach so, das ist jetzt auf 0 quasi. Es ist schon zurückgespult. Ja. Nee. Habe ich jetzt überspielt? Nein, ich hoffe nicht. Okay. Nein, ich play. Okay. Raus dann will ich es auch nicht. Okay. Neuer Versuch. Videokassette reinstecken, Videokassette benutzen, zurückspulen, dass quasi wieder auf 0 geht. Und wenn ich abspiele, dann haben wir nur 57. Hier ist Stopp. Record wollen wir nicht. Eject wollen wir auch nicht. Ist das hier? Geht das irgendwie so? Hä? 57? Verstehe ich nicht. Das verstehe ich gerade nicht. Was muss ich jetzt hier machen? Dann spule ich nochmal zurück. Und keine Ahnung. Ich verstehe nicht, was ich hier machen muss. Ja, ich spule nochmal zurück. Und drücke nochmal auf Play. Hä? Ja, verstehe ich nicht. Vor allem springt der dann ganz schnell wieder auf 61. So, hier drauf drück. Dr. Fred Edison, Steuerfahndung. Bitte kommen Sie mit. Wir würden gerne mal Ihre Bücher einsehen. Oben. Okay, komme ich jetzt mit der 57 da ran? Ich probiere es mal aus einfach. Ich gehe jetzt mal runter. Das fand ich jetzt aber bescheuert. Oh, ein neuer Zeitungsartikel. Tentakel ändert Verfassung. Menschen jetzt Sklaven. Aber wir wissen das doch schon, da wir schon Laverne gespielt haben in der Zukunft. Also nichts Neues. Vor allem, dass wir noch keine Sklaven sind. Das sind ja, denke ich mal, News aus der Gegenwart. Von daher denke ich mal, dass... Das Tentakel ja bald hier sein dürfte, um uns zu versklaven, aber ich sehe davon noch nichts. Gut, dann gehen wir erstmal wieder hier rein und benutzen dann den Tresor und... Besser nicht. Muss ich das jetzt verstehen? Öffnen. Öffne Safe. Ich kenne die Kombination nicht. Wie, du hast doch... Was ist denn jetzt... 57 oder was? Besser nicht. Ich hab keine Ahnung. Hab ich da wieder irgendwas falsch gemacht? Gut, dann machen wir erstmal was anderes. Wir haben erst noch hier die Scherzartikelpistole. Die möchte ich jetzt gerne austauschen. Damit. Oh, da! Ein dreiköpfiger Affe. Zack. Ich sehe überhaupt nichts. Nichts für ungut. Der dreiköpfige Apfel.
dreiköpfige Affe hilft immer.